Weiter geht's, ihr Lieben, mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Und heute sind wir hier mal an der alten Festung. Mittlerweile ja auch schon Level 14. Und hier suchen wir natürlich die Brasse. Also, los geht's. Rennen wir erstmal raus hier zum Spot. Es ist mittlerweile schon 23 Uhr durch. Und ich habe meine Ruten schon mal rausgeschmissen an einem Spot, wo die Brasse aktuell laufen soll. Und ob sie da läuft, das teste ich. Ich habe bisher noch nicht großartig auf Brasse geangelt, weil mein Setup bzw. meine Köder bisher noch gar nicht gut genug waren. Und deswegen probiere ich das jetzt das erste Mal aus. Ich habe jetzt in den letzten Tagen, jetzt bin ich ja mittlerweile schon 14 durch, ein wenig Köderbeschaffung geskillt und natürlich auch Futterherstellung geskillt und was man nicht alles so braucht. Da gehen wir aber auch gleich nochmal drauf ein im Detail. Hier gerade nochmal schauen, da hat es gerade gebimmelt. Direkt wieder ablegen. Kurz mal anklicken, R drücken. Aber so sieht es gut aus. Schauen wir mal eben rein in die Skills. Was haben wir denn soweit? Also, Köderbeschaffung bei 41%, Angelfutterzubereitung bei 31% und Grundangeln natürlich bei 39%, also alles so im Bereich von 30-40%. Das skillt sich so alles Stück für Stück mit. Das ist gut, so soll das auch sein. Hier sieht man jetzt auch, was man schon alles machen kann. Das hier ist alles noch versperrt. Aber hier oben Erbsenbrei habe ich jetzt gerade eben noch fertig gemacht. Hat mich auch ordentlich Kohle gekostet. Ich habe ungefähr 200 Silber ausgegeben. Ja, ein bisschen mehr sogar. Über 200 Silber jetzt nochmal ausgegeben für die letzten Skillpunkte. Und in Gänze habe ich jetzt schon einiges an Ködern mir so zusammengebaut. Das heißt, ich habe natürlich immer zwischendurch mir die Ersatzrute geholt für Regenwürmer. Ich habe mir natürlich auch eine Schaufel geholt, damit man schön buddeln kann. Hier haben wir das Gerät, die kostet so um die 30, 40 Silber. Buddel auch immer noch, jetzt wo ich sage, immer fleißig Würmer. So, zack, 12 Stück und dreimal Mistwurm, das ist gut. Die Köderbeschaffung, die Regenwürmer oder hier diesen Punkt, diese drei Punkte habe ich auch geskillt, dass da mehr Würmer bei rumkommen. Und das Ganze zählt eben auch für alles, also diese drei Punkte zählen für alle Köder, die man halt rausschaufelt. Damit mache ich erstmal weiter, fleißig schaufeln und nebenbei skillen. Und gerade wenn man natürlich am Windenbach unterwegs ist viel oder wenn man am Moskito unterwegs ist, da immer schön gratis essen, zwischendurch schaufeln und mit einmal essen. Also ich bin jetzt, schieb mich mal eben zur Seite, ich habe jetzt immer noch hier die Hälfte sozusagen, der Wanst ist halb gefüllt. Und damit werde ich locker wieder hoch generieren, die Energie. Das heißt, ich werde da bestimmt nochmal oder vielleicht sogar noch zweimal mit schaufeln können. Hat halt alles ein bisschen Zeit. Nebenbei angeln und schaufeln. So, dann gehen wir mal weiter. Erbsenbrei hat gerade, ja, habe ich gerade freigespielt. Und zwar habe ich zum Ende noch Knoblauchteig hergestellt. Das heißt, von der Menge her, gucken wir mal eben rein. Das sind jetzt hier die ganzen Naturköder, die ich zurzeit verwende. Das heißt, natürlich durchs Buddeln und durch das Startgewässer, also durch den Waldsee, da hole ich mir regelmäßig natürlich auch einmal am Tag meine 30 Würmer ab, beziehungsweise nicht ganz so regelmäßig, aber immer wenn ich gerade eh das Gewässer wechseln will, wenn ich vielleicht vom Windenbach zum Moskito will, gehe ich erst an den Waldsee und dann, das kostet ja nichts, da sind ja keine Reisekosten mit verbunden, dann hole ich mir mal eben da die 30 Regenwürmer und dann geht es weiter. Genau, Mistwürmer und Co. habe ich mir einmal auch gekauft, Mistwürmer. Borkenkäferlarve habe ich mir einmal gekauft. Ansonsten habe ich dieses Päckchen, das Würmerpäckchen oder Köderpäckchen immer geholt, weil da sind von den verschiedensten Sorten immer 30 Stück drin. Hier sieht man zum Beispiel auch von der Kaster.
5 Päckchen geholt. Das heißt, ich habe hier 150 von diesen Einheiten drin, von diesen Custern noch rumliegen. Und das sind einfach Köder, die verbraucht man eh. Das heißt, das Päckchen macht einfach Sinn, auch wenn man, sagen wir, gerade nur die Borkenkäfer daraus haben möchte. Einfach die ganz das Päckchen holen und dann mit den ganzen Ködern irgendwann später einfach angeln. Die braucht man einfach, wie gesagt. Weizenkörner habe ich einmal umgewandelt. Weizenkörner sind ziemlich teuer. Die habe ich einmal hergestellt. Da kamen knappe 200 bei raus. Erbsenbrei, damit habe ich jetzt gerade noch ein bisschen weiter geskillt. Das ist ja das, was ich jetzt gerade erst freigespielt habe. Grießbrei und so. Und man sieht, das sind alles so die Köder, mit denen man halt geskillt hat. 3000 Kartoffeln. Ich hatte gerade noch ein paar über, habe die noch alle durchgeballert. Aber auch die wird man alle los. Und mit all diesen Ködern, ich könnte jetzt quasi die nächsten 3 Wochen wahrscheinlich gar keine Köder mehr kaufen und hätte jetzt schon ausreichend Köder für die nächsten Wochen. Das heißt, theoretisch brauche ich jetzt alleine durch das Skillen von der Köderbeschaffung, bräuchte ich jetzt eigentlich gar keine Köder mehr zu kaufen und hätte wirklich lange, lange ausreichend Köder zur Verfügung. Jetzt, wie gesagt, gerade den Erbsenbrei freigeschaltet auf Brasse. Hier scheint auch wieder was dran zu sein. Aber im Großen und Ganzen noch nicht so der ideale Spot. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe noch gar keine Map. Ich bin hier so frisch an der Festung. Ich war so viel... Oh, guck mal, eine Güster. Schön. Ich war hauptsächlich halt am Windenbach und am Moskito. Aber jetzt, wo ich eben alle Köder habe, baller ich das dann auch mal raus. Beziehungsweise hier ändere ich doch einfach mal vor Spaß. Und wir können auch mal auf Set eingehen. Hier ändere ich einfach mal vor Spaß auch den Köder. Ich bin immer noch hier mit dem Standard-Spaß-Set sozusagen, mit dem Start-Set unterwegs. 4 Kilo Schnur nur drauf, das ist ein bisschen knapp, auch schon ein bisschen verschlissen. Und klassische Futtermische für Brasse. Und ich mache jetzt hier mal Perlengraupenbrei mit drauf. Hat in den letzten Wochen auch immer ganz gut funktioniert. Ich stehe hier mit einem Clip von 22 Metern, werfe maximal aus. Und zwar ist das, wenn ihr halt hier aus der Festung rausgeht. Na, hier oben haben wir die Festung, da leuchtet sie so langsam durch. Also, wenn man hier oben rausgeht, links herum direkt, und dann steht man hier gegenüber der kleinen Insel. Der Johnny hatte das gestern noch im Livestream gesagt, Alter, er fängt hier Brassen. Da habe ich gedacht, ja geil, gehen wir doch mal dahin. Na. So, und dann hat man hier, wenn man die Map aufmacht, ist da so eine kleine tiefe Stelle, 22 Meter, 20 bis 24 so ungefähr. Also 22 Meter sollte ganz gut passen. Einfach rausballern. Hier dagegenüber liegt auch noch so ein bisschen Totholz am anderen Ufer. Genau, und da dann hin. Ja, ich hoffe, dass das so jetzt in der Nacht bzw. jetzt gleich in den Morgenstunden nochmal richtig abgeht. Bisher ist es okay. Noch nicht so richtig der Burner. Aber immerhin, ein paar schöne Fische sind schon dran. Ein anderer Spot, den hatte ich jetzt zuletzt nochmal auch im Discord gepostet, funktioniert hervorragend auch am Moskito, auch da auf dicke, fette Schleie zum Beispiel, da einfach mal probieren. Da gab es auch nochmal den Tipp, dass man das vielleicht mit Maiskorn probiert, hatte ich ausprobiert, funktioniert super, Dankeschön für den Tipp. Maiskorn vielleicht auch an der Stelle verwenden, ich verlinke das auch nochmal unterm Video, den Link zum Discord. Das funktioniert auch ganz gut und das ist auch kohlemäßig richtig ergiebig. Und am Windenbach eigentlich auch da die klassischen Spots. Da hat sich eigentlich nicht viel getan. Auch da gibt es ja schon ein paar Classic-Spots. Wie gesagt, auch da die Links oder die Posts alle im Discord dazu. Ja, wie geht's jetzt weiter hier mit dem Account? Ich habe ja hier Level 14 jetzt gerade. Im Moment heißt es für mich erstmal jetzt, ab jetzt richtig anfangen zu sparen. Das heißt, ich habe die meisten Sachen jetzt oder die meiste Kohle, die ich bisher verdient habe, halt komplett wieder ausgegeben.
Und zwar, ja, ich sag mal schon alles zielführend, ne? Geld sparen, ja, klar, immer gucken, dass man nichts Unnötiges kauft, heißt es. Also nicht irgendwie Alkohol kaufen oder Lebensmittel kaufen zum Essen oder so. Dafür kann man halt in den ersten Leveln einfach gratis essen an der Pommesbude. Aber eben das Geld ausgeben für sinnvolle Sachen. Bedeutet die Schaufel, für Köder natürlich, für Futtermische natürlich. Gerade wenn man im Grundbereich unterwegs ist, muss man da auch das Anfüttern langsam skillen. Und wenn man dann jetzt hier in diesem Bereich ist, wo ich jetzt gerade hingekommen bin mit Level 14, dann heißt es ab jetzt eigentlich anfangen, hart zu sparen. Wir gehen nochmal kurz rein. Ich habe hier auch noch gar keine Skillpunkte verteilt. Man könnte schon mal die Stationärrolle skillen, die 5 Punkte. Dann wirft man zumindest schon mal ein bisschen genauer. Das wäre eine Möglichkeit. Ich werde als nächstes oder als erstes Skillpunkte in die Karpfenroute geben, ins Pop-Up-Rig und in die Schlaufenmontage. Das sind so die 3 wichtigsten Skills, die man natürlich drin haben sollte. Also Stationärrolle, Karpfenroute, Pop-Up-Rig, Schlaufenmontage. Das sind so die wichtigsten. Wie gesagt, in den anderen Skillbäumen, Pose habe ich nichts drin, Spinfischen ist natürlich nichts drin. Köderbeschaffung, wie gesagt, habe ich jetzt 3 Punkte drin. Und in der Angelfutterzubereitung, damit man hochwertige Futtermischen herstellen kann, natürlich auch 5 Punkte drin. Mehr noch nicht. Ganz wichtig übrigens, hier oben dieses Zurücksetzen, hebt es euch auf bis, keine Ahnung, Level 30, 40 plus. Wenn ihr dann irgendwann mal sagt, ich habe mich irgendwie verskillt, dann kann man das immer noch verwenden. Der wichtige Punkt ist, dieses Zurücksetzen setzt den gesamten Skillbaum zurück. Wenn ihr spät oder wenn ihr, das kann man halt nur einmal verwenden und dann kostet es halt jedes Mal Gold später. Das heißt, man könnte hier für 5 Gold den einzelnen Skillbaum zurücksetzen. Ist halt ziemlich teuer, Gold ist halt echt Geld, muss man halt nicht machen. Oha, die Morgenstunden fangen an und die dickeren Brassen kommen langsam rein. Ich sehe auch, auf der 2 ist hier was. Na, wobei, so ganz fett ist die auch noch nicht. Da muss noch ein bisschen mehr gehen. Ja, bisher würde ich sagen, ist der Spot mäßig gut. Also für mich noch nicht so richtig der Hotspot. Aber es kann auch noch werden. Ich werde das noch ein bisschen länger hier testen. Aber vielleicht auch hier mit Süßteig hier in dem Bereich funktionieren in der Regel auch die Güster ganz gut. Das heißt, ich werde gleich mal am Tag auch nochmal versuchen, vielleicht hier ein paar Güster zu fangen. Aber das ist alles... Na, ihr seht, ich werfe ziemlich kreuz und quer, ne? Normalerweise... Ja, normalerweise, wenn sowas passiert, also auswerfen und das geht so nach links und nach rechts, halt immer da den Trick verwenden, dass man nochmal so ein bisschen weit, so einen Schritt nach vorne macht. Ne? Also auswerfen auf maximal und dann den Schritt nach vorne und es wirft deutlich weiter geradeaus. Einfach beim Auswerfen ein Stückchen nach vorne laufen. So. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau, ich habe jede Menge Köder, das passt. Ich habe die Skills bisher nur minimal verteilt. Und dann ist halt jetzt ab jetzt der Punkt, dass ich sage, okay, ich muss jetzt mit den momentan vorhandenen Ködern wirklich jetzt zusehen, dass die Kohle reinkommt. Jetzt gerade nur noch 60 Silber zur Hand. Ich denke, dass ich bis Level 22 erstmal jetzt Gas geben muss und dann geht es erst dahin, dass ich mir stärkeres Setup kaufe. Zwischendurch werde ich mir doch noch einmal bessere Schnur kaufen. Das kommt noch dazu. Also da muss ich nochmal investieren. Das heißt, mit dieser Schnur hier 4,8 Kilo, das ist ja ganz nett, aber ich hätte gerne entweder etwas stärkere Schnur. Ich überlege, ob ich mir eine geflochtene hole. Oder ob ich hier auf der Mono bleibe. Aber es sollten im Idealfall ein paar mehr Meter sein. Vielleicht nehme ich auch eine Schnur, die noch ein bisschen dünner ist einfach. Eine Mono, die dünner ist.
aber dafür mehr Meter hat, dass ich da auch eine etwas höhere Frequenz bekomme. Muss ich nochmal gucken, werden wir demnächst sehen, aber so passt das im Moment schon ganz gut. Es müssen halt nur noch ein paar dickere Brocken jetzt hier reingehen. Guck mal, da geht es auch so langsam los hier. Da zippelt es und es zuppelt. Aber wie gesagt, für einen richtigen Hotspot-Brasse reicht es leider noch nicht so ganz. Und da ist, glaube ich, sogar der Biss jetzt hier auf der... Ja. Auf der 1. Zack, nochmal anschlagen. Ja, die Kleinen, das ist ganz gut. Man muss halt überlegen, so eine Brasse im Kilobereich, 4, 5 Silber. Das lohnt dann halt schon. Und die ganz großen, dicken, fetten, wenn man so pro Fisch um die 10 Silber bekommt, ist Brasse schon echt interessant, ne? So, langsam hochdrehen, auch die Bremse. Und dann kommt er ran, der Brocken hier. Zack, schön. Das sollten auch wieder so 5 irgendwas Silber sein. Jawohl. Ja, so sieht's aus. So ist der Stand der Dinge hier mit dem Grundangler. Ich würde sagen, bei den nächsten Videos oder beim nächsten Reinschauen gucken wir dann mal, welches Set ich mir dann als nächstes kaufe. Oder vielleicht gibt es ja noch irgendwie einen Hotspot. Vielleicht kann ich da dann auch nochmal ein Video zwischendurch machen. Aber demnächst heißt es jetzt hier erstmal noch ein bisschen Gas geben. Bisschen leveln. Bisschen XP reinziehen. Weiter angeln heißt es natürlich. Weiter angeln. Rausziehen die Brocken. Verschiedene Spots suchen. Und egal was. Hauptsache man zieht halt in der Klasse die dickeren Brocken raus. Ob das kleine Kaulbarsche sind in Maximalgröße. Oder eben hier die Brassen. Giebel und Karauschen, Hauptsache es lübt und man macht ein wenig Silber und XP. Ich werde jetzt hier noch bis ungefähr 10 Uhr stehen bleiben und dann gucken wir uns gleich mal den Kescher an. Also geben wir mal ab, was wir bis jetzt gefangen haben. Ich würde sagen, es war semi-erfolgreich, im Großen und Ganzen okay. Aber ich habe an der Stelle nicht so gut gefangen. Vielleicht, ich sehe es gerade, vielleicht gehe ich gleich noch ein bisschen auf Schleie. Auch gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, Brasse an der Stelle für mich leider nicht so ergiebig. Sortieren wir das Ganze nochmal eben nach Preis. Hier sehen wir schon die einzelnen Brassen mit 10 Silber, 7 Silber, 7 Silber, 7 Silber. Top. Richtig gut. Also die Kohle kann man natürlich gut damit machen. Und in Gänze jetzt hier 45 Silber ist auch gar nicht so schlecht für die kurze Zeit. Aber da geht natürlich mit der Brasse mehr. Deutlich mehr. Also, verkaufen das Ganze. Weitermachen. Petri, ihr Lieben. Ich würde sagen, probiert's aus. Vielleicht läuft's bei euch ja besser. Ich angle jetzt noch ein bisschen weiter. Probiere noch ein bisschen andere Stellen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal im nächsten Video oder im Livestream montags, mittwochs und freitags auf Twitch ab 21 Uhr in der Regel. Petri.